Herzlich willkommen im Mommsenstadion. Bei bestem Fußballwetter lautet die Partie heute SC Charlottenburg gegen VfB Fortuna Biesdorf. Die letzten 5 Pflichtspiele konnte der VfB allesamt gewinnen, hat zurzeit also einen richtigen Lauf. Diese Serie will der Gastgeber heute mit einem Heimsieg durchbrechen und dadurch wieder an die Tabellenspitze gelangen. Grund für die bisher starke Saison ist bei den Schwarz-Weißen sicherlich die Defensive. Torwart Marc Regeler kassierte erst 13 Gegentreffer, Topwert der Liga. Mal schauen, ob er heute gegen die formstarken Fortun auch seinen Kasten wieder sauber halten kann. Damit rein ins Spiel. Biesdorf spielt in Grün von rechts nach links. Und die haben die erste Chance des Spiels. Rösler mit dem langen Ball in die Spitze auf Teichert. Der setzt sich hier gut durch, hat das Auge wieder für Rösler. Schöner Ball an die Strafraumkante und Belitz nimmt das Ding einfach mal Volley. Am Ende fehlt nicht viel. Guter Auftakt für die Gäste. Kurz darauf auch Charlottenburg im Spiel. Freistoß Barz und da hält Phil Gries seinen Kopf rein. 1:0. Der 28-jährige Immobilienmakler steht genau da, wo ein Stürmer stehen muss und erzielt mit seinem Kopfball die frühe Führung für die Hausherren. Biesdorf zeigt sich aber keinesfalls geschockt, sondern geht direkt wieder in den Angriff. Teichert über außen, der Ball findet in der Mitte Scholz, doch dessen Abschluss noch zu ungenau. Da braucht Keeper Regler nicht eingreifen. Weiter Biesdorf, langer Pass in den Lauf von Belitz, der setzt sich gekonnt durch und bringt das Spielgerät zu Teichert. Doch der verstolpert den Ball, auch hier letztendlich keine Gefahr für das Tor von Marc Regler. Starke Phase der Grünen, die wieder über rechts kommen. Erneut mit dem langen Ball. Teichert erkämpft sich den wieder und bringt das Gerät zu Scholz. Doch der verzieht aus 12 Metern über den Kasten. Biesdorf vor dem Tor noch zu fahrlässig. Und alte Fußballweisheit. Wer seine Chancen vorne nicht macht, der bekommt hinten einen. Und was für einen. Klasse Tor von Sebastian Seidel. Nach Flanke von Rehfeld trifft der 30-Jährige hier sehenswert per Seitfallzieher. 2:0. Kurz darauf muss der Torschütze allerdings den Platz verlassen, hat sich wohl am Sprunggelenk verletzt. Für ihn kommt Lennart Karz in die Partie. Und der bekommt wenige Sekunden nach seiner Einwechslung, deckt den Pass in den Lauf von Kersten. 1 gegen 1, doch er verzieht knapp links neben das Tor. Da war er wohl noch nicht ganz im Spiel. Wir gehen in Halbzeit 2. Und den Auftakt macht SCC-Kapitän Kersten. Klasse Solo, wunderbarer Steilpass auf Barz, doch der vergibt. Sein Schüsschen gleicht eher einem Rückpass. Da hätte der Rechtsaußen direkt nach Wiederanpfiff den Deckel drauf machen müssen. Nächste Aktion wieder Charlottenburg. Paul Hock mit dem Freistoß aus rund 25 Metern. Doch der streift nur das Außennetz, gut gesehen von Torwart Kevin Pelzer. Apropos Torwart, was macht eigentlich Marc Regeler auf der anderen Seite? Der 26-jährige Sportstudent verbringt, abgesehen von der Drangphase nach dem 1:0, einen relativ ruhigen Abend in seinem Strafraum. Kaum einmal kommen die Gäste vor sein Gehäuse und wenn ist er wie hier, souverän zur Stelle. Nun aber doch einmal Biesdorf wieder im Vorwärtsgang. Langer Ball von Belitz zu Teichert, der will den Ball in die Mitte bringen, wird aber geblockt, der VfB fordert 11 Meter. Doch auch wenn die Hand hier den Ball berührt, ist das meiner Meinung nach keine Absicht. Verteidiger Hock dreht sich gar weg vom Ball. Das aber rund 5 Minuten vor Schluss noch einmal der Weckruf für die Grünen. Schöner Ball von Belitz, wieder raus zu Teichert. Der bringt seinen Pass diesmal in die Mitte und findet Sebastian Reis. Anschlusstreffer zum 1:2. Der 33-Jährige fällt beim Torjubel noch theatralisch hin. Doch da war nichts. Regeler diesmal ohne Abwehrchance. Biesdorf bleiben also noch 5 Minuten zum Ausgleich. Und sie kriegen nochmal die Chance. Freistoß aus guter Position. Scharf geschossen. Doch Regeler regelt das, kriegt die Hände noch hoch und klärt zur Ecke. Bei der darauffolgenden Ecke ist nun auch Keeper Pelzer mit vorne. Die Ecke jedoch nicht genau genug getreten. Charlottenburg kann sich befreien. Und wie? Per Fallrückzieher am eigenen Strafraum leitet Tetzmann den Konter ein. 2 gegen 1, leeres Tor. Das muss doch das 3:1 sein. Aber nichts da. Rösler klärt mit feiner Grätsche gegen den einschussbereiten Majkowski. Macht aber auch keinen Unterschied mehr, denn danach ist Schluss. Charlottenburg bricht die Serie der Biesdorfer und kann sich selbst wieder Spitzenreiter der Landesliga Staffel 2 nennen. Durch Effektivität vor dem gegnerischen Tor und einer soliden Defensivleistung bleibt der SCC heißer Kandidat auf den Aufstieg. Marc Regeler musste zwar einen Gegentreffer hinnehmen, strahlte aber ansonsten Souveränität von hinten aus und hat mit 14 Gegentoren weiter einen absoluten Topwert.